Okay, ich hoffe, es hat euch geschmeckt. Der Käsekuchen ist ja weg. Scheint ja. Handtuch, wem hat er geschmeckt? Na super. Kein Zucker, kein Zucker, kein Gluten, kein Getreide. Könnt ihr essen. Es ist eine gesunde kleine Eiweißmahlzeit. Man muss das aus dem Kopf kriegen, diese Angst vor den Fetten. Man muss das nur ein bisschen ummodeln. Vielleicht noch ein Tipp. Habe ich eben nicht geschafft. Brot ist ja. Kann man backen, man kann es selber herstellen. Wir kaufen es immer beim Aldi ein Brot, das kriegt ihr aber mittlerweile auch im Rewe, im Lidl. Das nennt sich das Pure, das ist ein Brot ohne Getreide, aus Ölsaaten, Hafer ist ein bisschen drin. Das könnt ihr essen, könnt ihr dick Butter draufpacken, dicken fetten Käse, was ihr wollt, Eier. Ihr könnt es auch toasten, vielleicht schmeckt es dann besser. Ich habe bestimmt 15 Jahre lang kein Brot gegessen, weil ich Gluten auch schlecht vertrage. Dann habe ich das irgendwann im Aldi entdeckt. Dann habe ich probiert, dachte, kein Weizen, kein Roggen, das müsste ich vertragen. Tue ich jetzt auch. Also probiert das mal, das ist eine wunderbare Alternative für Brot. Brot ist ja sehr praktisch. Ne? Und so bekommt das. Okay, Thema Bewegung. Dass Bewegen gesund und wichtig ist, wissen wir alle. Lest ihr, es gibt ja Hunderttausende Studien, denke ich. Das ist uns klar, es wird nur leider schlecht umgesetzt, häufig zu wenig. Bewegung ist ganz entscheidend. Ich will euch nur mal ein Beispiel nennen, wie wichtig das sein kann. Aus der Anfangszeit der Corona-Erkrankung, in der Delta-Variantenzeit, da gab es in den USA, hat man eine große Studie gemacht, die der Lauterbach sicherlich nicht kennt, man hat untersucht, ungefähr 50.000 Erkrankte, und hinterher wollte gucken, was sind die Hauptrisikofaktoren für einen schweren Verlauf? Was bringt einen schnell auf Intensivstation? Und was kam raus? Der größte Risikofaktor war Bewegungsmangel. Also die sich am wenigsten bewegen, sind am schnellsten auf Intensivstation oder schwer krank geworden. Andere Faktoren spielen auch eine Rolle, Übergewicht, Diabetes, chronische Erkrankung natürlich. Aber in der Studie war das der augenfälligste Faktor. Also Bewegung ist extrem wichtig für uns. Wir brauchen ein gewisses Mindestmaß an Bewegung, damit unser Organismus gut funktioniert. Wir stammen aus Zeiten, wo wir uns viel bewegt haben und wir können nicht den ganzen Tag rumsitzen. Ich sitze auch sehr gerne rum. Ich gucke auch gerne mal lümmelig rum, gucke mal irgendeinen Film an oder irgendwas. Aber irgendwann, man muss immer mal aufstehen und dann mal irgendwas tun. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor, sonst funktioniert es nicht. Es ist uns auch viel leichter, natürlich ist ja logisch, schlank zu bleiben, wenn man sich mehr bewegt. Was da vor allem eine Rolle spielt, spreche ich gleich an. Also die motorischen Grundeigenschaften, so nennt man das, die wir haben, sind Koordination, also Beweglichkeit, Koordination, Ausdauer und Kraft. Ne? Und ich habe da für mich so eine eigene ein bisschen Hierarchie. Beweglichkeit ist natürlich wichtig für uns alle. Ne? Wenn man immer mehr einschreift, gerade so ältere Menschen, wenn man sich nie bewegt, dann kann man die Schuhe manchmal kaum zuziehen, man kriegt die Jacke nicht mehr richtig an. Das ist alles lästig, aber es ist nicht wirklich gefährlich. Es zerstört unsere Gesundheit nicht. Das passiert da einfach nicht. Wichtiger ist da schon die Koordination, die Fähigkeit, sich koordiniert zu bewegen. Das ist auch das Gleichgewichtsgefühl und all diese Dinge. Ich habe das auch schon erlebt. Nach meinem Hirntumor musste ich laufen neu lernen. Und da habe ich das natürlich auch geübt. Also ein Nerv war weggefallen und ich habe es einfach geübt. Ich habe dann beim Zähneputzen mal die Beine angehoben, das einfach trainiert. Das kann jeder machen. Ich habe einen besseren Gleichgewichtssinn als vor der OP, weil ich einfach es tue. Die große Gefahr ist, dass man es nicht tut. Man zieht sich zurück. Das sieht man mal wieder, gerade bei älteren Menschen. Das ist ein Riesenproblem. Man kriegt so ein bisschen Angst und dann lässt man es. Wenn man es dauernd lässt, kann man es nicht mehr. Nicht? Und also bei mir in der Klinik ist es so, wenn bei uns jemand reinkommt mit einem Krückstock oder einem Rollator, das Erste, was Sie jetzt loswerden müssen, ist dieses blöde Ding da. Sie müssen wieder die Fähigkeit kriegen, koordiniert zu laufen, Ihr Gleichgewicht zu trainieren. Das kann man in jedem Alter. Denn sonst passieren Dinge, also man zieht sich immer mehr zurück. Ich habe auch gerade mal wieder einen Fall, da ist jemand, den ich kenne, der ist beim Spaziergang hingefallen. Einfach nur zur Seite, was ist passiert, hat sich die Rotatorenmanschette abgerissen. Das ist eine große Muskelsehnenplatte, die den Arm bewegt. Ne, das ist eine Riesengeschichte, muss operiert werden, dann gibt es eine lange, lange Reha, da wird das irgendwie wieder hinkriegen. Aber man muss sich überlegen, was ist da passiert? Der ist einfach nur hingefallen und alles war kaputt.
Und er war noch gar nicht mal sonderlich alt. Das heißt, die Muskeln waren schwach, die Sehnen, die Koordination, nichts funktionierte. Ein Fußballtorwart, der hechtet 30 Mal im Spiel durch die Luft, schnappt sich den Ball, tut sich noch nicht mal weh. Das ist Fähigkeit. Wir müssen daran arbeiten. Nichts ist auf ewig. Use it or lose it. Das gilt hier in keinem Bereich so sehr wie im Bereich der Bewegung. Nicht? Der andere Aspekt jetzt, die dritte Eigenschaft, die Ausdauer. Da wissen wir alle, ne? Das Herz-Kreislauf-System ist wichtig. Wenn das Herz schwach wird, die Lunge schwach, wenn der Körper keine Leistungsfähigkeit hat im Ausdauerbereich, dann altert er natürlich auch schneller. Krankheiten kommen schneller. Man muss das trainieren. Es reicht ja unter Umständen schon mal einen strammen Waldspaziergang zu machen. Oder man muss hin und wieder einfach mal das System fordern. Ich sage, was schon unglaublich gesund ist, einfach mal zum Beispiel mal eine Treppe hochgehen. Macht man ja normal nicht. Man hat einen Lift, man hat eine Rolltreppe. Nicht? Und dann, ich empfehle es meinen Patienten auch, geht doch mal in den fünften Stock hoch. Wenn man natürlich 150 Kilo hat, wird es übersichtlich. Aber da geht man eben einen Stock, macht dann einen Stock hoch, macht eine Pause. Dann nochmal zwei Stöcke, dann kommt man oben, dann irgendwann so. Das kennt ihr, fühlt sich unangenehm an, aber das ist unglaublich gesund. Die Beine haben geackert, das Herz schlägt einen zum Hals, das muss das Herz gelegentlich mal machen. Man ringt nach Luft, aber auch das muss man machen. Wenn ich immer nur rumsitze, dann kann die Lunge genau das, man kann nur rumsitzen. Und dann kann ich vielleicht auch nochmal einkaufen gehen, dafür reicht es dann. Aber wenn ich mal in Not gerate oder mal der Bahn hinterher renne, dann mich schon kurz vom Herzinfarkt. Oder wenn ich eben, das gilt auch für die Lunge, ich brauche das Volumen. Das Volumen kriege ich nur, wenn ich die Lunge hin und wieder fordere. Das ist ja immer das Prinzip des Trainings. Ich muss einen Reiz setzen, dann schwäche ich den Körper und dann kommt etwas gestärkt daraus hervor. Und so baut man das aus. Das ist in allen Bereichen der Bewegung so. Und deswegen sollte man das tun. Man muss unbedingt auf die Ausdauer achten. Denn das war ja auch in der Corona-Zeit, da sieht man, wie wichtig das sein kann. Das Coronavirus hat primär auch die Lunge befallen. Da hat man eine Lunge, die hochgradig entzündet ist, hohe Flüssigkeitsmengen hat und kaum noch Reserven hat, weil die sind einfach nicht da. Jemand, der regelmäßig ein bisschen Sport macht, hat dann eben nicht 3, sondern vielleicht 4 Liter Lungenvolumen als Mann. Und in diesen Liter hat man dann mehr zur Verfügung, wenn es mal um die Wurst geht. Und dann wird man vielleicht krank, aber nicht todkrank. Das ist der große Unterschied. Es lohnt sich extrem und man muss eben gar nicht so viel machen. Nicht, das sind 1-2 Einheiten pro Woche, mal Treppen hoch, lange Spaziergänge, mal schwimmen gehen, Radtour, das reicht eigentlich schon. Man muss keinen Marathonlauf machen. Das erste Stückchen an Sport, an Bewegen bringt am meisten. Wenn man von null auf ein bisschen kommt, kommt man so hoch. Hinterher, das bringt alles nicht mehr so viel. Das wird noch besser, aber das ist gar nicht so wichtig. Das Minimum muss man bringen, damit der Körper eine minimale Leistungsfähigkeit behält. Das sind die entscheidenden Dinge. Und das sollte man tun, weil unser ganzes Leben wird dadurch sich erfreulicher gestalten. Wir werden auch nicht abbauen. Und Thema Abbau ist noch krasser. Beim letzten Punkt hier, was wenn's die Muskulatur anbelangt, das ist so ein bisschen mein Hobby eigentlich. Oder das, worauf ich immer besonders Wert gelegt habe, weil ich immer gesehen habe, dass das immer so ein bisschen gering geschätzt wurde. Auch in der Sporthochschule, wo ich ja vor langer Zeit mal studiert habe. Es ging immer nur Ausdauer, Ausdauer, so wichtig die ja ist. Aber man hat immer die Muskulatur vergessen. Ich denke, das kommt vielleicht auch dadurch, man assoziiert das natürlich, das war damals die Hochzeit des Bodybuilding. Ne? Das finde ich natürlich, ich kann das gar nicht. Das ist natürlich albern, das ist auch totaler Quatsch. Die Menschen schlucken Hormone, das ist natürlich völlig verrückt. Aber man hat die Muskulatur dadurch vergessen. Man sollte einfach ein ganz normales Krafttraining machen. Ich bin ein absoluter Fan des Krafttrainings. Weil was ist das Problem, das Hauptproblem? Alternder Menschen, und das geht los mit Mitte 20 ganz langsam. Alternde Menschen leiden an Muskelschwund. Muskelschwund ist das Problem. Die Muskeln verschwinden und das ist kein Prozess, der in unseren Genen fixiert und festgelegt ist, dass das jetzt automatisch passieren muss. Das ist einfach Untätigkeit. Das ist das Problem. Die Lebensqualität im Alter hängt von der Kraft ab. Nicht, wenn ihr nicht im Altersheim mal landen wollt oder im schlimmsten Fall im Pflegeheim oder irgendwie, macht Krafttraining. Je früher ihr anfängt, umso besser. Aber man kann es in jedem Alter trainieren. Da habe ich noch zwei Zitate. Das sind genau die Symptome. Nicht ich, für mich war immer, ich habe auch immer überlegt, das kann man ja auch mal allgemein,
Ich habe mich eben gefragt, woran erkenne ich das biologische Alter eines Menschen, das biologische Alter, nicht das, was im Kalender steht. Da kann man drüber streiten, ich habe ja keine Lösung, aber man könnte sagen, ist es, habe ich Haare noch, habe ich eine Glatze, habe ich weiße Haare oder noch grau oder nicht, habe ich Falten, viele Sachen spielen da vielleicht eine Rolle. Meiner Meinung nach erkennt man das Alter am Bewegungsverhalten. Wie bewegt sich jemand? Ist er schnell, ist er behende oder ist er so drauf? Sind die Muskeln schwach, die Koordination, Kreislauf, alles ist dann, baut sich dann ab. Ich habe es oft gesehen bei meinen Patienten, dass sie nach einem halben Jahr schneller werden. Die merken das gar nicht. Ich achte darauf. Am Anfang sind sie immer so und dann werden sie auf einmal, die merken das gar nicht, weil es geht ja so ganz langsam unbewusst. Ich achte sehr darauf. Bewegungsgeschwindigkeit zeigt das biologische Alter an in hohem Maße und das, daran sollte man arbeiten. Es sollte ruhig mal ein bisschen schnell gehen. Es gibt auch gerade eine neue Studie, habe ich gelesen, dass Menschen, die letzte Woche eine bestimmte Bewegung, sich schneller bewegen, glaube ich, 7 Jahre länger leben. Das scheint mir auch sehr wenig zu sein. Man kann da noch viel mehr dran machen. Aber das hängt eben von all diesen Dingen an. Da war noch eins. Danach, glaube ich. Ah ja. Muskelarmut, Muskelschwund. Das ist quasi der Parallelbegriff zur Osteoporose. Das kennt jeder, Knochenschwund. Muskelschwund geht voraus. Das heißt, Muskeln benötigen gewisse Belastungsreize, um wachsen zu können. Das ist im fortgeschrittenen höchsten Alter möglich und 2-3 Mal die Woche, 2-mal reicht. Das ist 3-mal ist auch gut, aber 2-mal reicht. Der älteste Kunde, der bei uns mal anfing im Fitnessstudio, das war in der Vor-Corona-Zeit, war 99. Hat sich bei uns angemeldet. Ich dachte, boah, das war klasse. Und der hat das mit sehr viel Eifer betrieben. Der war mit 101, ich habe genau geguckt, war der 70% stärker als mit 99. Der hörte sehr schlecht, noch schlechter als ich. Der machte die Übungen immer viel zu schnell. Ich bin immer hingegangen, ey, mach ein bisschen langsamer. Und immer, mach Spasch. Und ja, dann mach weiter. Ja, das ist total cool, das ist total schön. Wir haben so einen ziemlich kleinen Laden auch und da kennt man sich auch ein bisschen. Wir haben auch Jugendliche natürlich und das ist total klasse. Jeder kannte den natürlich, das fällt ja auf, so ein alter Mensch. Und die Jugendlichen, die 16, die sagten, na, Opa, alles klar. Und ja, das ist doch schön. Der sitzt nicht im Altersheim und schmiert sich morgen sein Brot und wartet, dass irgendwas passiert. Der geht ins Fitnessstudio. Aber das hängt doch von der Fähigkeit ab, sich bewegen zu können. Und die Kraft ist der entscheidende Faktor. Der Muskelschwund geht allem voraus. Wenn ihr keine Osteoporose kriegen wollt, müsst ihr Krafttraining machen. Die Muskulatur bewegt ja Gelenke. Ne? Die Muskulatur bewegt Gelenke. Und das ist der nächste Aspekt. Muskulatur ist ja orthopädisch komplett anerkannt mittlerweile. Das Einzige, sage ich mal aus meiner Erfahrung, das Einzige, wirklich Einzige, was gegen Rückenschmerzen hilft, ist Krafttraining. Starker Bauch, starker Rücken. Anders kriegt man es nicht hin. Man kann sich spritzen lassen, massieren lassen, manchmal muss man sich operieren lassen, aber selbst dann wird das Einzige, wirklich dauerhafte Heilmittel das Krafttraining sein. Die Muskulatur bewegt nicht so, sie stabilisiert auch. Auch wenn jemand vielleicht mal eine Knie-OP hatte, einen Knieeingriff hatte, eine Arthroskopie, dann hat das Knie einen Eingriff gehabt. Das ist geschwächt, da ist was dann geschädigt worden. Dann wird das Krafttraining noch wichtiger. Wenn man möglichst nie ein künstliches Knie haben will, sollte man Krafttraining machen. Ein starker Oberschenkel stabilisiert das Knie, hält es zusammen. Und dann wird man möglicherweise diese ganzen Probleme nie bekommen. Das ist alles Inaktivität. Der Körper ist super trainierbar. Bis ins höchste Alter steht es ja, haben die auch gesagt. Die wissen auch schon, worum es geht, denke ich. Nein, das ist einfach der Punkt. Also wenn die Muskeln schwach werden, dann werden danach ja auch die Sehnen schwach. Die sind danach geschaltet. Und das dritte Glied sind die Knochen. Ja, und nehmen wir mal so einen Knochen. Nehmen wir mal so einen Röhrenknochen. Stellt euch den vor. Das sind zwei Zellsysteme am Arbeiten. Ein aufbauendes und ein abbauendes. Der Körper macht nichts umsonst. Wenn wir den ganzen Tag rumsitzen, brauchen wir keine starken Knochen. Das sind aktiv die abbauenden Zellen. Die sagen ja, warum sollen wir hier Energie reinknallen, Magnesium, Eiweiß ein, brauchen wir gar nicht. Wenn ihr aufbauen wollt, starke Knochen wollt, müsst ihr euch bewegen. Da muss der Knochen belastet werden auf Druck und Zug. Da muss eine Kraft auf den einwirken, die dazu anregt, das könnte gefährlich werden, wir sollten mal ein bisschen stärker werden. Das ist beim Krafttraining genau das Gleiche. Man trainiert, belastet den Muskel und der meldet das zurück. Also wenn ich starke Knochen haben will, muss ich trainieren. Und es geht eigentlich so richtig gut, tatsächlich auch wieder nur im Krafttraining.
Wenn man spazieren geht, ist das viel besser als sitzen, auch wenn ich sogar wenn ich ein bisschen jogge, aber ich kriege keine starken Knochen davon. Der Reiz ist zu schwach. Da müsste man schon einen Sprint machen und dann bringt das was. Aber ansonsten, ich komme immer wieder zurück, das Krafttraining ist der entscheidende Schlüssel. Da reicht eine halbe Stunde, mein Training dauert 3-24 Minuten, ein so ein Rundgang, hochintensiv, ganz langsam mal bis ans Limit. Das mache ich seit 35 Jahren so etwa. Ich mache genau die gleichen Übungen wie vor 35 Jahren. Es ist also nichts weniger geworden. Und das kann jeder haben. Aufbauen, das geht in jedem Alter, das müsst ihr euch vorstellen, das ist das Faszinierende. Das hat ja auch viel mit unserer Physiologie und der Biochemie zu tun. Im Alter passieren unerfreuliche Dinge. So ab 25, 30 geht ja auch unser Testosteron bei Männern zum Beispiel langsam runter, was nicht schön ist. Bei uns allen schwindet langsam das Wachstumshormon, das HGH, das wird wegen, das ist das Wachstumshormon, gibt uns Jugend, das ist unser Jugendhormon. Das baut Fett ab nachts, es regeneriert uns. Wenn ihr morgens in den Spiegel guckt und sieht irgendwie ein bisschen besser aus als am Abend vorher, dann weiß das Wachstumshormon, dass da wirksam war. Aber leider versiegt das alles. Wenn wir älter werden, wird es weniger. Aber das steckt gar nicht so in unseren Genen drin. Das ist auch wieder unser Verhalten. Wenn ihr ein Krafttraining macht, schüttet der Körper sofort danach, kurz danach Testosteron aus. Und auch Wachstumshormon. Und das macht natürlich auch Sinn, weil anders funktioniert es nicht. Das Prinzip ist ja folgendes, ich trainiere einen Muskel, ich schwäche ihn ja dadurch und der Muskel meldet das zurück ans Gehirn. Er sagt, wir machen mich fertig hier unten, mach mich mal ein bisschen stärker für die Zukunft. Die Muskulatur, man kennt mittlerweile, glaube ich, an die 600 Botenstoffe, die Muskulatur ausschüttet, um zurückzumelden, was da gerade passiert. Das kommt jetzt im Gehirn an und unter anderem, das Gehirn reagiert dann durch, wird dann wieder das Wachstumshormon ausgeschüttet. Das heißt, das Krafttraining führt dazu, dass der Körper dieses Jugendhormon wieder ausschüttet. Und dann fängt der Körper auch an aufzubauen. Muskulatur, Sehnen, Knochen. Und das müsst ihr euch vorstellen, das ist ja das Faszinierende an der Sache. Das geht ja viel tiefer, als die meisten denken. Also ein paar Muskeln, okay. Nein, ich kippe die ganze Physiologie aus einem Abbauen. Ich werde älter, es geht immer noch bergab. Und plötzlich fange ich wieder an aufzubauen. Es geht wieder hoch, Muskulatur, wie so ein junger Mensch. Und der größte Profiteur davon ist wiederum das Gehirn. Das Gehirn liebt das auch. Das Wachstumshormon wird von jeder Zelle geliebt, weil es einfach unser Jugendhormon ist. Und unter diesen vielen Botenstoffen, die da ausgeschüttet werden, erwähne ich immer einen gerne, das sogenannte Irisin, ist jetzt egal. Das wird ausgeschüttet, wenn man so ein intensives Training macht. Das dockt dann im Gehirn an, im sogenannten Hippocampus, das ist ein Bereich für Gedächtnis und Lernen zuständig. Dockt an, da wird ein weiterer Botenstoff ausgeschüttet, der BDNF, der übersetzt im Hirn erzeugte Nervenzellstimulierende Faktor. Ja. Und dann entstehen dort neue Nervenzellen, neue Hirnzellen. Das hätte man noch vor ein paar Jahren sind völlig ausgeschlossen gehalten. Da dachte man, wir kriegen es mit der Geburt mit, das muss reichen. Nee, wir können neue Nervenzellen stimulieren, aber nicht durch Rumsitzen. Das hat man auch nicht, wenn man Sudoku macht oder Kreuzfeldrätsel, da muss man schon den Hintern hochkriegen. Aber nichts gegen Sudoku. Also man sollte morgens in die Schule gehen und abends ein Sudoku machen. Die Birne muss man ja auch ein bisschen fordern. Wenn ich hier immer nur noch Netflix gucke, dann tut sich da auch nicht mehr viel. Da kann ich wiederum so viel Sport machen, wie ich will. Das muss schon ein bisschen Hand in Hand gehen. Muss den Kopf natürlich auch fordern. Aber man muss die Voraussetzungen schaffen. Wenn ich keine Demenz haben will, sollte ich Krafttraining machen, die Kohlenhydrate runterlassen, nur noch Eiweiß essen, auf Vitamine, Mineralien achten, dann wird das wahrscheinlich nicht passieren. Ja? Das ist der Punkt. Übrigens noch, vielleicht, bei mir geht es immer so Holz auf Stöckchen oft, mir fällt gerade ein noch zum vorherigen Vortrag, nur mit den Fetten noch. 2/3 unseres Gehirns bestehen aus Fetten und 1/5 unseres Gehirns etwa aus Cholesterin. So viel nochmal zu dem Thema. Da habe ich auch eine eigene Meinung, aber das können wir vielleicht ein andermal besprechen, nochmal, wenn sich das ergibt. Also das Krafttraining ist sehr wichtig. Wer von euch war bei einem Männer-Event vor 10 Tagen? Habt ihr Olaf Latzel, hat ja auch, sieht man ihm ja auch an. Der hat, ich weiß nicht, ob ich ihm das glauben kann, der hat irgendwie erzählt, der hat ihn in der WG, ich habe das gar nicht ganz mitgekriegt, in Zettel da stehen, ab 140 Kilo ist man ein Mann oder so. Im Bank, war das 140 Kilo? Ja. Das kann ich fast nicht glauben, das muss er wohl mal geschafft haben, hat er gesagt, obwohl ist er ziemlich kompakt, das ist schon echt nicht ohne. Man wird natürlich, das war das Thema, nicht durch Krafttraining zum Mann. Man hat, denke ich, Männlichkeit hat was mit Charakter zu tun, Standfestigkeit, Glauben. Aber es schadet ja auch nichts, ein paar Muskeln zu haben. Ne? Das ist ja auch der Punkt, weil es einfach unglaublich gesund ist. Es ist auch viel leichter,
wieder auf das Thema darauf zurückzukommen, abzunehmen, wenn man mehr Muskulatur hat. Ausdauertraining ist da gar nicht so wirksam, obwohl es natürlich auch sehr gesund ist. Ausdauertraining wirkt in Bezug auf Energieverbrauch, dann wenn ich es mache. Ich setze mich aufs Rad, fahre eine halbe Stunde, verbrenne mehr Energie und danach steige ich ab und das war's. Mein Krafttraining ist das anders. Krafttraining mache ich zweimal die Woche, eine halbe Stunde, dann baue ich Muskeln auf. Ich baue ein paar Kilo Muskeln auf, wie früher als jüngerer Mensch. Dadurch steigere ich den Stoff, so wird dadurch nicht dicker, nur schwerer. Man wird straffer, fester. Der Muskulatur hat einen hohen Grundumsatz. Das heißt, mit ein paar Kilo mehr Muskeln verbrenne ich auch in Ruhe mehr. Ja, das heißt, ich lege mich abends ins Bett und habe am nächsten Morgen, was weiß ich, 80, 100 Kalorien im Schlaf verbrannt, nur weil die Muskeln da sind. Das Krafttraining ist super effektiv. Ich muss nicht dauernd Krafttraining machen. Ich muss nur dafür sorgen, dass die Muskeln da sind, mich schützen, mir helfen und den Stoffwechsel hochhalten. Das ist auch der Königsweg, wenn man jemand viele Diäten gemacht hat, aus dieser Diätfalle rauszukommen. Man verbrennt wieder mehr. Das ist ganz, ganz wichtig für jeden eigentlich. Und je älter man wird auch, und wenn man übergewichtig ist, das recht. Ja, also Krafttraining ist wirklich eine Art Jungbrunnen, so würde ich das wirklich sagen. Weil wenn das ganze System eben umkippt, wenn dem Körper das Signal gibt, hier wird nicht eingeschlafen, hier wird das getan. Und das ist verblüffend, was da machbar ist. Das geht alles Hand in Hand. Die Ernährung ein bisschen zu ändern, ein bisschen Sport zu machen und es muss gar nicht so viel sein. Ne? Ich frage meine Patienten auch schon mal, was glauben Sie, wie viel Krafttraining ich pro Woche mache? Da kriege ich auch meistens so 4-5 Stunden. Manche sagen immer 10 Stunden. Ich sage, das ist eine Stunde 10. Oder 3x23, 24 Minuten. Manchmal auch nur zweimal. Wie gesagt, das reicht. Man muss den Muskel nur einmal an den Punkt bringen, wo er versagt. Man muss leicht anfangen, nach einiger Zeit darauf hinarbeiten. Das ist dann schon ein klein bisschen Quälerei, ist es schon. Es kostet Zeit, man muss sich anstrengen, aber man kriegt ein Riesengeschenk. Man kriegt einen gesunden, fitten, leistungsfähigen, schnellen Körper. Und die positiven Effekte zeigen sich vor allem an dem Alter, wenn man später wird. Ich höre das oft im Studio, wenn die Leute... Die erzählen, ja, das ist immer so ein bisschen, machen immer das Gleiche, aber jetzt weiß ich, wofür ich das mache. Wir hatten ein Klassentreffen. Ja? Da sieht man die anderen Kollegen, die das anders gemacht haben, aber manchmal auch noch die Kurve gekriegt haben. In dem Moment, wo ich anfange, ändert sich alles. Der Körper fängt sofort an, das aufzunehmen. Der Körper ist ein Wunderwerk. Der Herr hat uns ein Riesengeschenk gemacht. Wir haben diese Fähigkeit, wir müssen ihn einfach nur gut behandeln. Das ist hier die Entscheidung zu treffen, standfest, Charakter, Standfestigkeit, Charakter. Das ist es wirklich nicht immer einfach. Ne? Aber wir kriegen eine riesen Belohnung. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, auch bei deiner Predigt gerade, da kam mir gerade so ein Gedanke. Ihr habt ja meine Geschichte gehört. Ich war immer mit dem Herrn, also mit Gott war ich unterwegs. Gott war mein Vater. Und das war sehr schön. Und es war auch entspannend. Aber wie gesagt, ich habe jetzt gemerkt, erst habe ich eben angedeutet, wie schwer das ist. Ne? Und das ist hier genau das Gleiche. Man muss immer erst was investieren, aber man muss sich freuen auf das Ziel, das man bekommt. Das ist auch bei meinen Patienten und Patientinnen der Fall. Ich versuche das immer ein bisschen rauszukitzeln. Man neigt ja dazu, sich immer damit zu befassen, was mühsam ist. Jetzt soll ich anders essen, ich soll das weglassen, ich soll ins Fitnessstudio gehen. Oh, ne? Natürlich ist das mühsam, aber man sollte sich lieber damit befassen, wofür ich das mache. Was ist mein Ziel? Meinen Patienten sage ich, und die sehen wirklich anders aus, praktisch alle hier anwesend. Wenn da eine Frau sitzt, eine junge Frau, die tut mir leid, das ist schrecklich, die sind auch kreuzunglücklich, wie 150 Kilo, kommt dann sage ich, in 2 Jahren, das müssen sie im Kopf haben, nicht, dass sie jetzt hier die Nudeln weglassen sollen und die Donuts. In 2 Jahren gehen sie Anfang Mai durch die Schildergasse, sie gehen durch die Schildergasse, ihr Blick fällt in eine Boutique, sie sehen ein schickes Kleidchen, sie gehen rein, sie probieren, das Kleidchen passt. Sie setzen sich draußen hin mit ihrem schlanken Kleidchen, ziehen, trinken einen Cappuccino und sagen, ey, ich habe es geschafft. Das sind die Gedanken, muss ich überlegen, wofür mache ich das? Genau wie beim geistlichen Leben, wir wollen das ewige Leben, dafür muss man sich halt Mühe machen. Das merke ich, wie gesagt, im Augenblick ziemlich stark, aber hier ist es genau das Gleiche. Man sollte ein Ziel vor Augen. Ich hatte mal eine Patientin, das kommt jetzt gerade so ein, ich frage dann schon mal, was machen Sie denn, wenn Sie wieder schlank und normalgewichtig sind? Und manche Sachen vergisst man einfach nicht, weil ich fand das so klasse. Sie sagte, Herr Gabel, ich war immer begeisterte Reiterin. Ich kann seit 12 Jahren nicht reiten. Wenn ich schlank bin, dann werde ich auf einem Pony durch Island reiten. Da hatte ich sofort so ein Bild, so mit wehenden Haaren, durch so eine karge Landschaft. Da dachte ich, boah,
boah, wie cool. Die Frau hat Erfolg, hundertprozentig. Man muss wissen, wofür. Ich bin ja kein Fan von Friedrich Nietzsche, aber ein paar Sachen gesagt. Er hat einen Satz gesagt, den ich sehr treffend fand. Wer ein Warum hat, der trägt fast jedes Wie. Ich glaube, das ist ein sehr kluger Satz. Man muss eine Motivation haben. Ich denke immer zurück an eine Patientin, die wir auch mal hatten. Ich weiß gar nicht, was sie hatte, schon lange her, was sie genau hatte. Aber ich weiß, sie hatte ein krankes Kind, das war von Geburt an leicht behindert. Und da litt sie natürlich drunter. Die Frau sah ziemlich fertig aus, also ein bisschen abgeschlafft, Ränder und Augen. Aber sie hatte leuchtende Augen, das weiß ich noch ganz genau. Da ging es gut irgendwo. Und der Grund war folgender. Es gab in den USA, hatte man eine neue Behandlungsmethode entwickelt, die ihrem Kind hätte helfen können. Aber es war neu, es war teuer, sie hatten kein Geld. Und die und ihr Mann haben die letzten 2, 2,5 Jahre vorher jede Woche 70 Stunden gearbeitet, alles möglich gemacht, um Geld zusammenzukratzen, um ihrem Kind die OP zu ermöglichen. Würden wir eigentlich alle machen, denke ich, für unser Kind. Für meine Tochter würde ich alles tun. So soll es ja auch sein. Und das war ihr Ziel. Die wussten, die hatten ihr Warum. Die sagen, scheiß auf die Augen, sorry. Es ist hart, es ist anstrengend, aber ich weiß genau, wofür das, mein Kind wird gesund werden und dafür mache ich das alles. Ja? Das gilt hier auch. Ihr müsst aus dem Kopf kriegen, es ging immer nur bergab. Und wir haben diese fantastische Fähigkeit, uns super zu regenerieren und weiterzubringen, vieles wieder aufzurufen. Wir haben Patienten gehabt, die waren schwer krank. Die kommen im Rollator und die hatten es eigentlich hinter sich. 3 Jahre später waren die gesund, weitgehend. Das ist wirklich machbar, aber man muss was dafür tun. Das ist meine Botschaft. Also ich sage immer, den Widersacher wieder widerstreben. Nicht die Nahrungsmittelindustrie, nicht die Pharmaindustrie. Geht ins Studio, ihr kriegt ein schönes Leben. Und ihr preist gleichzeitig noch den Herrn, der das ja auch möchte. Also was kann einem Besseres passieren eigentlich? Ne? Das sollte die Motivation sein. Okay, vielleicht noch eine Info. Ich habe mit Daniel gesprochen. So eine Veranstaltung, hoffe ich, kann ein bisschen was bewegen, dass man vielleicht sagt, ja, boah, das interessiert mich, ich würde gern mal und so, aber so, das ebbt dann irgendwann ab, nach ein paar Tagen, Wochen und so, man muss sowas so ein bisschen wiederholen. Jetzt nicht in diesem Rahmen hier, aber ich würde das gerne machen, vielleicht so alle 4, 6 Wochen, mal gucken, vielleicht unten in der Kantine ein Treffen, dass man das fortlaufend macht, so ein bisschen bestimmte Dinge bespricht, Fragen beantwortet, auch mal bestimmte Themen sich darauf fokussiert, dass man das nochmal immer wieder beschrieben. Man muss das als fortlaufendes Programm ein bisschen machen, damit sich das einspielt. Das würde ich gerne machen. Wenn ihr mögt, könnt ihr das machen, könnt ihr euch im Sekretariat melden. Wenn ihr Interesse habt, ne, dann würden wir einfach einen Termin bekannt geben, mal gucken, wie viele Leute kommen, wer hat Interesse und dann kann man das immer wieder weiter auffrischen. Ja, ich glaube, das macht Sinn. Vielleicht haben auch einige von euch Lust, das so zu machen. Die Erfahrung lehrt, dass man es immer wieder machen muss. Man vergisst das auch wieder. Man braucht auch eine Motivation. Das ist ja ähnlich wie beim Gottesdienst. Hören wir eine tolle Predigt, sind vielleicht sogar bewegt, beseelt, haben gesungen alles. Und dann kommt der Montag und der Dienstag, hier der Stress, da der Ärger. Und dann ebbt das ja. Ne? Ist das so. Ne? Das ist da, denke ich, auch so. Alles, was mit Motivation, mit guten Dingen zu tun hat, wird ja auch wieder vom Widersacher angegriffen. Und dann müssen wir stark sein, müssen wir immer wieder drum kämpfen. Also ich würde das gerne, macht mir auch das Spaß. Ich möchte ja auch gern euch ein bisschen helfen. Also wer mag, dann einfach dem Sekretariat Bescheid sagen, dann können wir das, wenn ich das nur in losen Abständen, können wir das einfach ein Treffen vereinbaren. Ne? Ja, gut, okay. Oh. 54 Sekunden. Hättest du nicht gedacht, ne? Wir könnten noch Fragen beantworten, wenn noch was ist. Genau, ich denke, es gibt noch dringende Fragen bestimmt. Wir nehmen uns Zeit, vielleicht noch 10 Minuten Zeit für Fragen. Bitte, das Mikro wird rumgehen, damit jeder die Frage auch hört. Und dann wird Eckert die Fragen beantworten, bitte. Was halten Sie denn vom täglichen Schwimmen, so 5 bis 6 Mal die Woche? Super. Klar, toll. Ja, Schwimmen ist doch toll, ist super gesund, ist schön. Es ist in der Tat nicht ganz, halt, es ist kein Krafttraining. Also das Krafttraining hat noch einen speziellen Effekt, den man anders nicht erzielen kann. Aber jeden Tag schwimmen, fantastisch. Das ist doch super.
Kannst du stolz auf dich sein. So. Ja, ich hätte gerne gewusst, Kohlenhydrate, heißt das jetzt komplett verzichten auf Kartoffeln, Nudeln, Reis, Brot? Na, gute Frage, wirklich, ja. Also erstens haben wir im Grunde überall Kohlenhydrate drin. Wir haben auch Kohlenhydrate in Gemüse, in Nüssen, das ist alles eh kein Problem. Aber man kann natürlich auch die an sich problematischen natürlich mal essen. Das ist ja, also erstens kann man sowieso, das ist ein Punkt, wenn man regelmäßig Sport macht, trainiert die Muskulatur, hat sich viel bewegt, kann man sowieso mehr Kohlenhydrate essen, weil man auch mehr Energie verbraucht. Der Schaden geht dann runter, das ist dann ohnehin okay. So ein Tour de France-Fahrer isst auch Kohlenhydrate, der verbraucht am Tag 10.000 Kalorien, da kommt er gar nicht ohne aus. Es ist aber auch so, man muss ja so ein bisschen die Balance wahren. Es sollte ja kein Verbot sein. Ein gesunder Mensch verträgt natürlich mal eine gewisse Menge Kohlenhydrate mal, vielleicht nicht jeden Tag. Ich esse auch mal eine Portion Reis oder ein paar Kartoffeln. Das ist ein gesunder Mensch, hält das locker aus. Da hilft sehr die Muskulatur, eine trainierte Muskulatur hilft einem sehr, das alles abzufangen, auch bestimmte Zuckerspitzen. Deswegen, aus ganz, ganz vielen Gründen empfehle ich immer, wirklich dieses Krafttraining zu machen. Aber wie gesagt, Kohlenhydrate in moderaten Mengen. Also eigentlich sagt man, dieser Low-Carb-Bereich beginnt so, ist nicht definiert, unter 100, 150 Gramm. Wenn man da drunter kommt, wird es schon verträglich für den Körper. Aber viele Menschen haben eben 200, 250, 300. Das ist zu viel. Es hängt natürlich aber eben vom Bewegungsverhalten ab. Ne? Bitte? Ne, pro Tag schon. Pro Tag, schon pro Tag. Ja, sorry, das soll ich. Aber wenn du es konsequent hinkriegst, wirst du staunen möglicherweise. Das ist tatsächlich, was sich vielleicht verändern wird. Aber fahr doch langsam runter. Und je mehr du Sport machst, umso unproblematischer ist das. Wie viel isst du denn? 400 Gramm oder wie viel? Wie viel isst du denn pro Tag? Bestimmt 200 Gramm Kartoffeln. Bitte ins Mikrofon reden, ja, damit alle was mitbekommen. Bitte ins Mikrofon reden. Ja. Entschuldigung. Ja, also ich denke mal, ich esse pro Mahlzeit schon 200 Gramm Kartoffeln. Pro Mahlzeit? Ja, bestimmt. Oder zwei Schnitten Brot oder so. Ach so, ja, das sind nicht 200 Gramm Kohlenhydrate. Ach so, okay. Das wäre schlimm. Nein, du hast aber jede Mahlzeit Kohlen, das ist tatsächlich ein Problem. Also tut dem Körper nicht gut. Na, hol dir das Pure, habe ich das jetzt erwähnt? Ich glaube doch, Da hol dir das Pure, dann isst du mal ein paar Kartoffeln. Man kann ja übrigens, kennt ihr den Trick vielleicht, man kann es ein bisschen reduzieren, man kann alle stärkehaltigen Produkte, also Kartoffeln, Reis, wenn man es isst, am Tag vorher kochen, abkühlen lassen, am nächsten Tag, dann hat man resistente Stärke, dann hat man nicht mehr so viel, sondern nur noch so viel Kohlenhydrate. Das ist schon wieder einiges. Das kann man auch machen, dann machen wir daraus Bratkartoffeln. Also es gibt so einige Wege, wie man das durchaus moderat gestalten kann. Man soll jetzt hier nicht zum Freak werden, dass man, ne? Das kann, also sehr konsequent sollte man vielleicht sein, wenn man schwer krank ist. Dann macht das eventuell Sinn, zumindest eine Zeit lang, damit der Körper die Kurve kriegt. Aber ansonsten muss man ja nicht so streng sein. Sonst schafft man es auch nicht. Man kann ruhig ein bisschen nett zu sich sein. Ja? Apropos nett zu sich sein. Die Schokolade draußen, wie viel Prozent hatte die? Gar nicht. Kakao. Mindestens 70 hoffe ich. Ich wollte gerade sagen, 70% und mehr ist ja okay. Ne? Ja, sogar gesund, oder? Ja. Auch eine gute Frage. Also ich komme auch sehr von der süßen Seite. Ich hätte mich fast verstiegen zu sagen, ich habe mehr Süßes gegessen als sie alle zusammen. Aber das will ich nicht geschafft haben. Ich habe sehr viel Süßes gegessen. War auch ein Teil meines Problems. Nein, es ist so, viele Menschen, also man braucht dann, wenn man gerne Süßes braucht, man irgendwas, wo man sich befriedigen kann. Nicht? Und es ist halt so, weil wir sehr viel Zucker konsumieren, ist die Zunge völlig verstellt. Wir brauchen sehr viel Zucker, um ein Glücksgefühl zu haben. Nicht? Und da kann man wieder runterkommen. Das ist ähnlich wie, denke ich, ich habe es nie probiert, aber bei Kokain, das erste Bissen macht einen und dann braucht man immer mehr. Es war allen so. Die Sensibilität lässt nach. Man kann da hinkommen, man sollte, ich empfehle immer von 70% mild von Lindt. Da werden viele sagen, wenn man das halt bitte nicht mag, so richtig toll ist das jetzt nicht. Aber wenn man das ein paar Wochen lang immer wieder mal macht, jeden Tag mal ein Stückchen isst, irgendwann schmeckt die einen, weil die Zunge wieder sensibler geworden ist. Ja, dann hat man es geschafft. Zartbitterschokolade ist ein gesundes Lebensmittel. Sonst hätte das nicht, da auch nicht gelegen. Es ist Fett, das euch satt macht. Kakao ist sehr gesund, enthält Polyphenole, Antioxidantien, die blutdrucksenkend wirken und uns überhaupt unglaublich gut tun. Und es ist wenig Zucker.
Kakao ist ein gesundes, Schokolade ist halt bitte ein gesundes Lebensmittel. Ja, okay, und das tue ich morgens dann auf meine Haferflocken und wie sieht es damit aus? Also ist ja besser, als wenn ich jetzt... Kannst du machen, was hast du noch dabei, Joghurt oder... Ja, Joghurt oder auch verschiedenes Kefir, ich mache Kefir selber. Ja, mach, klar, kein Problem. Die Haferflocken sind auch kein Problem. Wurde gerade schon gefragt, nein, in nicht so großen Mengen. Haferflocken sind Getreide, aber haben praktisch kein Gluten, das ist ein großer Vorteil. Zucker schon, aber sie haben relativ viel Eiweiß, weil Mineralien enthalten auch ein sogenanntes Glucan, das die Insulinempfindlichkeit ein bisschen verbessert. Also Haferflocken in moderaten Mengen völlig okay. Okay, danke. Oh Gott, wie viele Fragen. Also ich hatte irgendwie so gelernt, 250 Gramm Kartoffeln und ein Ei, da hätte man optimale Eiweißversorgung. Meinst du, das wäre dann zu viel Kohlenhydrate? Ja, also diese Kombination Kartoffeln und Ei ist wirklich sehr hochwertig vom Eiweißgehalt. Kann man ruhig mal machen. Isst man ja nicht jeden Tag, ne? Also 250 Gramm Kartoffeln, wenn du einen Zuckerspiegel messen würdest, der würde schon, wenn hier mit so einem Sender, der jagt dann schon hoch, ne? Aber trotzdem ist das nicht so. Kartoffeln sind ja auch nicht so konzentriert wie Nudeln. 200 Gramm Kartoffeln im Rohzustand sind ja nicht wie 200 Gramm Nudeln. Ne? Nudeln sind ja viel konzentrierter. Aber 200 Gramm, ich überlege gerade, aber nicht jeden Tag. Weil die Eiweißmenge ist gut. Das ist eine sehr gute Eiweißkombi, das schon. Das ist sehr hochwertig. Naja, ne? Wenn ich die dann einmal koche und dann. Und dann? Und dann später esse. Ja, kannst du auch machen. Am nächsten Tag aber am besten. Ja, ja, essen. Ja, ja. Wird es schon wieder besser, genau. Ja, okay. Was halten Sie von Süßungsmittel statt Zucker in Getränken? Auch eine gute Frage, ja. Ich würde mal sagen, ohne geht es fast nicht. Es ist die Frage, welches. Das ist natürlich ein komplexes Thema. Was sicherlich problematisch sind die typischen amerikanischen Nutrasweet, Aspartam, würde ich nach Möglichkeit meiden, weil es verändert die Hirnchemie. Auch das kann man wahrscheinlich mal machen, aber gesund ist es wirklich nicht. Also ich empfehle immer, man braucht Ersatzprodukte. Dieser Kuchen, den ihr möglicherweise gerade gegessen habt, ich weiß gar nicht, das war glaube ich Birkenzucker, das ist ja so ein Zuckeralkohol, der relativ unproblematisch ist, das Insulin nicht steigert, keine Kalorien oder wenig Kalorien hat, keine Karies macht. Stevia in kleinen Mengen mag, ist auch völlig okay. Ja, man kann dann den Joghurt, Quark, Kuchen, man kann tolle Kuchen herstellen, nicht nur den. Also Süßstoffe sind eigentlich okay. Zumindest diese, also die Zuckeralkohole, also Erythrit, Xylit oder Xylitol oder Birkenzucker, wie auch genannt wird, oder Stevia. Ne? Und den Rest halt dann, wenn mal, gelegentlich. Auch das geht gelegentlich alles mal. Man kann doch mal eine ganz normale Cola trinken, wenn man richtig Bock hat, aber nicht jeden Tag. Das ist immer das Gleiche. Ne? Ja, ist okay? Frage, was halten Sie von Kaloriendefizit? Was also, von? Kaloriendefizit oder Eiweißbrote, Eiweißprotein, Wraps und so ein Gedöns. Kaloriendefizit, habe ich das richtig verstanden? Ja. Im Essen allgemein, oder? Ja. Nichts. Eigentlich. Nein. Kaloriendefizite führen dazu, dass man eben, der Körper, ich habe ja den Verbrennung runter, der führt eher ins Übergewicht. Also sagen wir so, die optimale Ernährung sieht so aus, dass sie knapp ist, aber hochwertig. Es ist tatsächlich so, also ein Kaloriendefizit, das kennt man aus der Tierforschung, es gibt einen einzigen Weg, die normale Lebensspanne vermutlich zu verlängern, indem man hungert. Wenn man Fröschen, Hunden, Katzen 30% weniger zu fressen gibt, als sie normal fressen, überleben sie deutlich länger. Weil der Körper schont sich. Essen ist Stress für den Körper. Es gibt auch Menschen, die das versuchen. Ich habe da mal so eine Studie gesehen, mit so Crownies nannten sich, so Kalorienrestriktionen und so. Aber den möchte ich nicht tauschen. Die sahen eigentlich nicht jünger aus und auch glücklich auch nicht. Wer will schon hungern? Der einfachste Weg, da Sinn zu kriegen, ist die Kohlenhydrate runterfahren. Weil man das Insulin ist dann, glaube ich, ein sehr starker Signalgeber. Signalisiert dem Körper, wie ist die Energielage. Ja? Also hungern würde ich nicht. Man kann natürlich mal einen Tag fasten oder sowas, aber wenn man es nicht zu lange macht, ist das völlig okay, wenn einem das gut tut. Und dann, das entschlackt den Körper auch. Ich würde es nur nicht zu lange machen, das ist vielleicht ein biblisches Thema, weiß ich jetzt nicht, dass das vielleicht auch, aber das waren vielleicht auch andere Zeiten. Und wenn man sehr lange deutlich wenig isst, dann wird man weniger verbrennen. Und man läuft auch Gefahr, Muskeln abzubauen dann. Hm?
Das ist immer die Gefahr. Müsst ihr dann zumindest begleitend Krafttraining machen. Ja, okay? Hallo? Habe ich das richtig verstanden, dass man am besten Brot und Nudeln auslässt? Nochmal. Dass man Brot und Nudeln komplett auslässt aus seinem... Nee, muss man ja nicht. Also ich habe das für mich getestet. Ich vertrage Gluten wirklich auch schlecht. Ich kann ein halbes Brötchen essen. Auch schön belegt, so dick, dann bin ich sogar satt von. Das kann ich machen, probiere ich nichts. Ich kriege keine Probleme, am nächsten Tag auch nicht. Aber wenn ich es ein, zwei essen würde, geht es am nächsten Tag los. Und ich spüre dann diesen Brain Fog, diesen Hirnnebel. Auch nach Nudeln habe ich das. Es ist einfach nicht sonderlich gesund. Ne? Das heißt, aber es kommt darauf an, wenn ich eben vielleicht ein gutes Roggenbrot habe, dick mit Butter, ist es vielleicht wieder was anderes. Das werde ich dann vielleicht auch vertragen. Wenn ich nicht abnehmen muss, unbedingt ist das völlig okay. Kann man das auch. Man kann es nicht so ganz pauschal immer sagen. Da muss man tatsächlich auch im Gespräch mit dem einzelnen Menschen schon mal gucken, wie ist meine Situation, was will ich, wie geht es mir. Das muss man dann eventuell erarbeiten. Deswegen, also ich bin auch erreichbar durch WhatsApp, wenn ihr spezielle Fragen habt, wenn es nicht zu viele sind. Oder dann eben vielleicht in diesen Sitzungen, die wir vielleicht demnächst machen werden. Wir nehmen noch eine Frage da hinten und dann schließen wir für heute. Damit wir alle noch rechtzeitig nach Hause kommen und Eckhard nicht zu müde wird. Aber du bist ja fit. Du bist ja trainiert. Ich darf ja keine Schwäche zeigen. Das ist. Also der Vortrag hat mich durcheinander gebracht. Ich beschäftige mich seit gut 25 Jahren mit Ernährung. Jetzt habe ich die Diagnose gekriegt gestern. Hypotonitis oder wie heißt das? Eine Histamin, hast du gerade erzählt. Histamin, ja. Genau, und so weiter. Also ich esse eben sehr viel roh, also unter anderem auch Kohlenhydrate, viel Gemüse, ganz, ganz wenig Eiweiß, weil ich gelernt habe in meiner Ausbildung, dass das auf die Gelenke gehen würde und Krebs und Rheuma, all diese neuen Zivilisationskrankheiten. Jetzt würde mich mal interessieren, wie Sie Ihren Morgen, Mittag und Abend, wie Sie das... Ich soll ja jetzt auf Kohlenhydrate verzichten, aber mir geht jetzt schon im Kopf, wenn ich nach Hause komme, könnte ich fast schon weinen. Ich weiß nicht, habe Angst, ich werde dann noch dünner und so weiter. Ich brauche mal eine Richtlinie, ich habe jetzt eine Richtlinie. Ich mache ja auch viel Sport, Kraftsport, Ausdauersport, ist bei mir kein Thema. Also, ja, wie ich dir eben sagte, hol dir das Pure zum Beispiel. Hast du was zu frühstücken oder isst das Pure abends, machst du morgens einen Joghurt. Dann ich esse keinen Joghurt, weil schade. Man mir beigebracht hat. Das ist sehr schade. Die haben uns einen von der Milchindustrie gebracht, die haben uns gesagt, wie die Joghurt hergestellt wird. Oder Eier. Die Milch. Ja, ich weiß das, Eier. Eier. Fange ich morgens mit Eier an. Und mittags Hähnchen und falschen Hasen. Jeden Tag Eiweiß, also auch Fleisch. Fleisch ist okay, gutes Fleisch ist okay. Ja? Jeden Tag. Hm? Ja, vielen Dank. Gut, die Männer sind alle beruhigt, Fleisch ist gut. Ja? Ich hatte Angst gehabt, dass Eckhard sagen wird, kein Fleisch essen, aber er sagt, Fleisch kann man essen. Er hat mich wahrscheinlich rausgeschmissen. Ich habe noch eine Frage zum Kaffee. Mhm. Erst hieß es, Kaffee ist schlecht, jetzt heißt es, Kaffee ist sehr gesund. Man soll Kaffee trinken, was ist richtig? Kann man ruhig. Ja? Ein Wässer ist auch nicht groß. Er enthält im Grunde auch Antioxidantien sogar, ne, Kaffee. Mhm. Wenn natürlich stark verarbeitet ist, also da streiten sich ein bisschen die Geister, aber ich trinke sehr gerne mal einen Kaffee. Ich trinke normalerweise allerdings immer entkoffeinierten. Ne, der Grund ist der, um sensibel zu bleiben. Wenn man sehr oft Kaffee trinkt, wirkt er nicht mehr. Mhm. Der Punkt ist, also der Entkoffeinierte schmeckt ja genauso eigentlich wie der andere. Schön mit Sahne mache ich den dann natürlich, mit Sahne, kein Problem. Fett ist da kein Problem. Ich mache sogar am Sonntag manche mit Schlagsahne, ein Stück Tartier-Schokolade. Den mit Koffein hebe ich mir auf, wenn ich mal müde bin. Wenn ich mal einen wichtigen Termin habe, wo ich merke, ist nichts mehr, dann mache ich mir starken Kaffee, dann wirkt er aber auch. Das ist der Punkt. Nicht? Ich mag den Finger des Geschmacks, aber die Wirkung hebe ich mir auf. Ich will mir die Sensibilität bewahren für die Wirkung des Koffeins. Verstehe. Vielen Dank, Eckhard. Okay. Herzlichen Dank.